Herzlich willkommen zum Review der Ghost Whisperer. Und wer jetzt denkt, oh nein, nicht schon wieder ein Review, da gibt es ja schon zig von. Es gibt mittlerweile zwei neue Versionen der Jacke. Ja, und wenn dich interessiert, warum ich nach wie vor die alte Version, ja, hier als Herren mit Kapuze, hier als Damen ohne Kapuze, warum ich die immer noch für die bessere Version halte, dann bleib dran. Das Review wird sich wie üblich in drei große Bereiche teilen. Erst einmal in die Daten, dann in die eigene Erfahrung und drittens in das Fazit. Wobei im Fazit werde ich diesmal noch reinbringen, erstens den Vergleich mit der ganz neuen Ghost Whisperer 2 und der Vergleich mit der Ghost Whisperer UL. Die Ghost Whisperer kann man ja getrost als Platzhirsch bezeichnen, als leichteste Daunenjacke der Welt. Sie hat vorne zwei Taschen mit Reißverschluss, die ihr schließen könnt. Sie sind relativ geräumig, ja, also da passt richtig was rein. Die gehen bis hier oben hin, ne, und bis unten runter. Die Ghost Whisperer wiegt 209 Gramm und ist mit einer Daune, die hydrophobiert ist, gefüllt, und zwar mit einer Bauschkraft von 800 Queen. Sie verfügt über zwei elastische Armbündchen, also da dürft ihr euch aber jetzt auch nicht zu viel von versprechen. Ja, das ist so ein bisschen elastisch, wenn man ehrlich ist. Sie verfügt außerdem über einen Kordelzug im Saum, das ist hier auf der Innenseite. Ja, dadurch kann man das dann noch ein bisschen näher an seine Hüfte ranziehen. Und manchmal lohnt es sich, seine eigene Ausrüstung zu reviewen. Das wusste ich nämlich bis zu diesem Review gar nicht. Man kann sie in ihrer eigenen Jackentasche verstauen. Also bis jetzt habe ich die immer solo in den Rucksack reingeworfen. Aber dieses Feature hier werde ich in Zukunft definitiv nutzen. Es gibt sie in einer Herrenversion, in einer Frauenversion. Es gibt sie mit Kapuze und es gibt sie ohne Kapuze. Die Jacke hier ist die von meiner Tochter Ronja. Als letzter Fakt, der Preis, der ist allerdings direkt ein bisschen schwierig. Die Jacke ist out of production, ja, wird nicht mehr hergestellt. Ich halte sie trotzdem, na, obwohl das zum Fazit gehört, immer noch für die beste der drei Versionen. Sie hat damals original, ich glaube, $299 hier in Europa, meistens so 300 Euro gekostet. Ihr findet sie zum Zeitpunkt des Videos, ja, das ist Ende 2023, im Internet so für roundabout 200 Euro. Na, wenn man viel Glück und viel Geduld hat, ja, und jetzt, na, haltet euch fest, ich habe für beide Jacken zusammen 120 Euro gezahlt. Das ist zugegebenermaßen damals ein ziemlicher Glücksfall gewesen, ja, und sicherlich nicht der Normalfall, ne? Aber wenn ihr Zeit habt, ne, auch so eine ätzende Farbe zu nehmen, ne, ich habe da keinen Farbwunsch geäußert, dann kann man es auch schaffen, sie deutlich unter 200 zu bekommen. Kommen wir zu Teil 2 des Reviews meiner eigenen Erfahrung. Also wie ihr seht, ne, diese Jacke hat mich auf, ich weiß gar nicht, wie vielen Touren begleitet. Früher bin ich noch in einer Kunstdaune-Jacke rumgelaufen. Seitdem ich die hier habe, habe ich von Anfang an auf Kapuze gesetzt. Ja, ich finde Kapuzen super. Grund Nummer 1, warum ich Kapuzen super finde, ich schlafe ja mit einem Quilt-System. Ja, und der Quilt zeichnet sich ja dadurch aus, dass eben genau die Kopfabdeckung dort ebenfalls gewichtsmäßig eingespart wird. Das ist dann allerdings so bei Temperaturen so, na, unterhalb von 10, ab 5 fängt es dann aber wirklich an, ne, dass man irgendwas dann doch besser sich um den Kopf ziehen sollte, ne, weil immerhin, na, dran denken, 30% der Wärme gehen über den Kopf verloren. Jetzt kann man sagen, klar, ne, man kann eine Mütze nehmen, das habe ich auch schon diverse Male ausprobiert und ich bin auch nicht jedes Mal, aber trotzdem auch diverse Male am nächsten Morgen neben meiner Mütze aufgewacht. Ja, das passiert mir hiermit
nicht. Der zweite Grund, warum ich Mützen einfach super finde, ja, wenn man den Berg hochschnauft, ne, und egal was ihr anhabt, da könnt ihr euch auch nackig den Berg hochgehen, ja, ihr werdet ganz oft ins Schwitzen kommen. Und bei kühleren Jahreszeiten ist das ja dann, wenn man beim Aufstieg geschwitzt hat, nicht so ganz ohne, wenn man dann oben ankommt und zum Beispiel mal die Aussicht genießen will und eine Pause macht, ja. Ich mache das in dem Moment, wenn ich oben ankomme, zack, Mütze auf, ja, beziehungsweise Kapuze auf und reduziere sofort den Wärmeverlust, na, und kann das dann kompensieren, dass der Körper nicht rasend schnell oben am Gipfel wieder auskühlt. Der dritte Grund, weswegen ich Kapuzen super finde, man kann sie nicht verlieren. Ich habe zwar bis jetzt noch keine Mütze verloren, jedenfalls nicht endgültig, aber mir ist tatsächlich schon einmal bei einer Wanderung, als ich eine Mütze und Handschuhe hier in den Seitentaschen drin hatte, ich hatte die Handschuhe rausgezogen während des Gehens, ne, nicht drauf geachtet, mir die Handschuhe angezogen und dann habe ich sicherheitshalber nochmal gefühlt, ne, ist denn noch die Mütze da? Nö. Na, die lag dann nämlich schon 20 Meter auf dem Weg weiter hinten. Na, also ich habe sie schon einmal halb verloren, so eine Mütze. Kann euch bei einer festgenähten Kapuze alles nicht passieren. Diese Jacke ist eine der Giergegenstände, die ich tatsächlich immer dabei habe. Ja, und mit immer dabei meine ich tatsächlich immer. Die habe ich im Winter mit, die habe ich im Sommer mit. Die habe ich sogar bei Tagestouren mit. Ihr bekommt hier einfach, ja, für 209 Gramm, das gilt jetzt übrigens, was ich jetzt sage, auch für jede andere leichte Daunenjacke, ja. Sei sie vom Decathlon oder von Cumulus, die haben jetzt auch so einen interessanten, die nennen das Daunenpullover, den ich mir irgendwann sehr gerne mal anschauen will. Wenn ihr so eine leichte Daunenjacke habt, ja, ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr abends im Wald euch euer Lager aufbaut, ja, ihr werdet merken, wie schnell das auch im Sommer schattig werden kann. Wenn es zum Beispiel tagsüber regnet, ja, das ist dann abends eine super Ergänzung, ne, dass man noch im Lager ein bisschen was machen kann. Tagsüber ist sie in Bewegung, ja, also solange man wandert, ist sie mir bis minus 5 Grad ungefähr ausreichend. Der Temperaturbereich in Ruhe ist ein bisschen schwieriger, ja, wenn man eine warme Hose, eine lange Unterhose zum Beispiel drunter anhat, kann das auch noch bei 0 Grad in Ordnung sein, ja, wirklich sicher ist, ne, dass man bei 5 Grad, heute ist ein relativ kühler Tag, ja, aber bei 5 Grad kann man mit der Jacke und einer normalen Wanderhose draußen rumsitzen. Einer der viel geäußerten Vorurteile gegenüber Ultraleichtmaterialien ist ja, das geht ja total schnell kaputt, ne? Nein, ihr seht hier, ne, die Schrift und so ist alles schon abgewetzt. Diese Jacke, secondhand gekauft, die hat mittlerweile mit mir 3000 Kilometer erlebt. Ich habe sie nicht überall auf den 3000 Kilometern getragen, ja, okay, ne? Aber sie war zumindest im Rucksack. Kommen wir zum dritten Teil des Reviews, zum Fazit. Ich beginne das Fazit jetzt mit dem Vergleich der neuen Jacken. Ich habe sie nicht, muss ich fairerweise dazu sagen. Ich habe mir aber die technischen Datenblätter angeschaut und dabei fallen mir folgende Sachen auf. Zur neuen Ghost Whisperer 2, die wiegt 236 Gramm. Ja, das heißt also, das Gewicht steigt interessanterweise, ne, um fast 30 Gramm. Der Preis ist ungefähr bei 250 Dollar. Das heißt also, gegenüber der alten Preisempfehlung 300, ist die neue sogar günstiger, ja, gegenüber dem Preis bei eBay für 200 ist die neue allerdings sogar um 50 Euro teurer. Von dem, was ich aus anderen Reviews gesehen habe und gelesen habe in Foren, die neue Ghost Whisperer soll ein bisschen wärmer sein. Okay, das finde ich jetzt nicht unbedingt nötig, wenn ich ehrlich bin, ja, und sie soll ein bisschen robuster sein. Kann ich nicht beurteilen. Wie gesagt, 3000 Kilometer und keinen Schaden.
Dafür hat sich positiverweise etwas mit den verfügbaren Farben getan. Ja, die hier sind ja schon, nennen wir es mal, schrill, ja, und auch mega auffällig. Es gibt die neue Ghost Whisperer 2 zum Beispiel auch in grün. Der Vergleich mit der neuen Ghost Whisperer UL. Ja, also das ist jetzt wirklich die leichteste Daunenjacke. Auch die habe ich wieder nicht in den Händen. Auch darüber habe ich in anderen Reviews und Blogs etwas gelesen. Auf den reinen Datenblatt. Das Gewicht sinkt auf 189 Gramm. Das heißt, die ist also noch mal 20 Gramm leichter als diese. 20 Gramm, okay, das ist jetzt echt nicht die Welt. Ja, das ist ein Schluck Wasser in einer Wasserflasche. Ne? Relativ gesehen ist das aber schon beeindruckend, ne? Weil es ist 10% weniger Gewicht. Wie schafft die Jacke das? Ja, zum einen, ne, über die Daune, die dort verarbeitet wird. Und zwar hat die eine unglaubliche Bauschkraft von 1000 Queen. Ja, zum Vergleich nochmal 800. Richtige Top-Schlafsäcke, ne, haben 900, 950er Daune. Ne. Dass es Tausender gibt, wusste ich vorher überhaupt nicht mal. Der Preis der neuen Ghost Whisperer UL. Und das ist jetzt die Stelle, wo wir so richtig ins Fazit überkommen. Ne? Aber Felix, ne? Die scheint doch super zu sein. Ne? Du kaufst ja sonst immer alles, was leicht ist. Ne? Kaufst du dir die auch? Nein. Ja? Der Preis steigt auf $400. Ja, ihr habt richtig gehört. 400. Gebraucht 200. Ja? Das bedeutet, ne? Ich müsste jetzt 400 Euro, und das ist echt viel Geld, sehr viel Geld, ja, 400 Euro ausgeben, um 20 Gramm zu sparen. Also es ist ein Aufpreis von plus 200 und ich spare 20 Gramm, das sind ja 10 Euro pro Gramm. 10 Euro, um 1 Gramm zu sparen, also ich nicht, ja, ihr könnt das gerne machen. Ja, aber vor der neuen Ghost Whisperer UL rate ich echt ab. Wenn ihr euch im Ultraleichtbereich bewegt, ja, dann gewöhnt ihr euch irgendwann, ne, an so eine Kosten-Nutzen-Relation, dass ihr ungefähr für jedes Gramm, was ihr spart, ne, auch einen Euro investieren müsst. Ne. Aber wie gesagt, eine Relation von 1 zu 10, das ist einfach nur krank. Wenn man sich also die Preissprünge, ja, zwischen den beiden neuen Jacken im Vergleich zu der alten Version anschaut, ja, das ist der Grund, warum ich der Meinung bin, ja, diese Jacke ist nach wie vor der absolute Preis-Leistungssieger. Ja. Sie ist jetzt nicht mehr die leichteste Daunenjacke der Welt. Es gibt sie 20 Gramm leichter, ja, für irrsinnige 200 Euro mehr, habe ich ja gerade schon meine Meinung zugesagt. So, bedeutet denn das jetzt, ja, dass jetzt jeder von euch sich auch unbedingt, ne, eine Ghost Whisperer kaufen muss? Nein. Ganz ehrlich, das ist eines der Items, ja, wo ihr für relativ wenig Mehrgewicht richtig Geld sparen könnt. Ne? Zum Beispiel gibt es beim Decathlon eine Daunenjacke. Die wiegt 290 Gramm. Das ist dann 80 Gramm mehr als meine. Ja? Dafür bezahlt ihr aber auch nur rund 70 Euro. Also überhaupt, ja, in den absoluten Ultraleichtbereich hier von solchen Jacken reinzugehen, das würde ich dann machen, ja, wenn ihr euch es leisten könnt, ja, oder erst relativ spät in eurer Outdoor-Karriere von am Anfang Einsteiger-Gear zu höherwertigem Gear zu wechseln. Schreibt das gerne mal unten in die Kommis, ja, wie ihr das seht. Ja. Habt ihr diese Jacke? Habt ihr euch vielleicht schon einer der beiden neuen gekauft? Vielleicht sogar die Ultraleicht und seid damit zufrieden? Ja. Hat mich gefreut, dass ihr bis jetzt dran geblieben ist. Bis zum nächsten Mal, euer Felix.